Ein Hallo und willkommen zur Berliner Showbox. Es geht weiter mit Real Football und dem ersten FCK. Schaut euch das an, Transferbudget. Wir haben unser ganzes Transferbudget fast schon aufgebraucht, aber unsere Mannschaft ist auch komplett verstärkt. Also ich bin so froh, was wir uns da alles zusammengekauft haben. Und die Mannschaft ist schon so gut wie eingespielt, so wie es auch schaut. Marktwert, wunderbar. Ich liebe meine Mannschaft. So, gehen wir mal kurz auf Taktik. Den haben wir ja das letzte Mal von Bayern München abgekauft. Wie sieht es hier aus? Hier können wir noch einige Spieler verkaufen. Der Hoffmann. Linker Außenverteidiger Cessignon. Carboni, Kevin Kraus. Linker Außenverteidiger, wunderbar. Rechter Außenverteidiger haben wir jetzt nicht drin. Doch, Dominik Schad, da ist er doch. Den Tim haben wir als defensiven Mittelfeldspieler. Dann haben wir hier später immer noch den Hertel. Da können wir noch einen reinmachen. Den Chavalolo. Und die zwei, obwohl den brauche ich eigentlich nicht drin. Dominik Bachmann. Machen wir ihn noch hier mit rein. Die Kleinsorge. Die könnte ich alle verkaufen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Stärke. Kleinsorge ist auch ein. Den können wir verkaufen. Auch die Transferliste setzen. Spike. Den können wir verkaufen. Sind alle auf der Transferliste. Yannick Bachmann, Dominik Schad. Den können wir verschieben. Ne, Vertragsverlängerung will ich nicht. Und zwar auf die Transferliste. Elias Huth ist auch auf der Transferliste. Rieder. Da haben wir einige Spieler gekauft. Das ist aber wichtig und genau, jetzt haben wir uns so punktuell verstärkt, dass ich definitiv in der zweiten Liga bestehen kann. Suchgebiet, machen wir hier in Japan. Haben wir Japan als, ja. Spieler noch trainieren. Ich hätte nämlich so einen Japaner in meiner Mannschaft. So, dann wollen wir weiter. Wir sind völlig fertig. Gesundheitszustand. Nicht, dass wir hier noch eine Herzattacke bekommen. Die Intensität muss ein bisschen runter. Hier können wir einen Angriffseditor machen. Unseren ersten Spielzug planen. Dafür müssen wir aber noch erstmal die Taktik umändern. Und zwar, da wir jetzt auch über links und rechts kommen können, Flügelspiel über links. Schauen wir ganz kurz Aufstellung anschauen.
Das ist eigentlich komplett Flügelspiel über rechts. Wir machen ja nicht so Flügelspiel eigentlich. Genau, so machen wir das hier. So gefällt mir das. Und dann ab die Post. Gegen Hessen-Kassel machen wir natürlich auch wieder die Videoanalyse danach. Und dann ab. Nicht schlecht hier. Die zwei, Jonas Winkler und der Wurz. Alexander Winkler teilt ihn mit, dass er seine Karriere am Ende des. Hä? Ist das nicht ein bisschen häufig? Dass die einfach so die Karriere beenden, so früh? Mit 29, hallo. Wir machen. Wir müssen hier gegen Hessen-Kassel. Sind hier definitiv. Hier in der Favoritenrolle. Punktuell Pressing. Gut, wunderbar. Hoffen wir, dass es keine böse Überraschungen gibt. Schaut euch mal den Marktwert an. Hat er sich gesteigert im Gegensatz zu letzten Jahr? Einfach mal 30 Millionen plus. Das ist ein wichtiges Spiel heute. Ausrichtung ist, machen wir einfach mal defensiv. Okay. Splavis dribbelt, schießt und macht das Ding. Sessignon auf Ritter. Und da ist der Defensivspieler, Onana. Jesus spielt quer auf Rösa, der macht den Rückpass und Splavis macht das 3:0 wegen einer Rudelbildung. Splavis Flugkopf fallen. Klärt souverän. Auf geht's in den Konter von Hessen-Kassel. Schießt das Ding vorbei. Freistöße ist Marlon Ritter. Schießt. Hartmann hat den Ball. Ich glaube, wenn die Mannschaft noch ein bisschen eingespielter ist, dann mache ich mal das mit den Spielzügen. Der Platzsieger, schade. Aber wir haben hier eine komfortable Führung. Sides. Sehr schön. Splavis schießt. Vorbei. Knapp vorbei. In der 48. Minute. Knapp vorbei. Die Stürmer machen wieder ein Spiel hier. Das ist nicht von dieser Welt. Freuen sich beide über das Lob. Da kann ich beide schon hier in der 50. Minute auswechseln. Zweimal Rückpass. Der macht eine Flanke, Flugkopfball und da ist das Ding. Oh, knapp vorbei.
61. Machen wir hier mal einen Wutz rein. Rechten Außenverteidiger. Können wir die schon ein bisschen schonen? Oh! Gegen Pfosten. Jetzt gibt es einen Konter. Sessegnon auf Onana. Ah, da bleibt der Prater im Zweikampf der Sieger. Okay, Onana, Röser. Auf Wurz. Oh, schade. Das ist ja wirklich im Minutentakt hier Chancen. Knapp vorbei. Jesus Onana auf Grisma. Röser köpft das Ding rein. Röser. Wegen einer angeblichen Schwalbe. Da können wir jetzt mal Carboni reinmachen. Und hier. Ein Wechsel ist möglich, den lassen wir auch. Sicher gehalten. Oh, der Ehrentreffer für Hessen Kassel. Flugparade. Jetzt lassen sie es ziemlich schleifen hinten, muss ich ehrlich sagen. Abseits. Carboni mit dem Pass auf Cialdolu. Onana, Wurz spielt ab auf Röser. Oh, an den Pfosten. Knapp vorbei. Festhalten des Spielers. 5 zu 1, keine Gefahr. Fragen beantworten. Wir haben die Leistung der Stürmer. War einfach super. Der Support die besten der Welt. Ich habe hohe Erwartungen. Der Sturm war kaum zu halten, das hat Spaß gemacht. Am meisten Pech. Okay, es gab keine großen Überraschungen, so wie es ausschaut. 9 zu 0 gegen Wien Wiesbaden. Die haben sich schwer gemacht hier, Erzgebirge Aue. Keine Überraschung. So, zweite Runde. Wir können das auch schnell machen. Wir spielen gegen Augsburg. Oh, wow. Nicolas Cesar. Termin vereinbaren. Okay. Prozent am Weiterverkauf. Okay, dann lassen wir das so. Der hat ja nur einen Marktwert von 410. Und da bekommen wir noch 10% beim Weiterverkauf. Das ist sehr schön. Auch wenn es nur ein paar Tausend sind.
Herr Arvest. Nächstes Spiel Holstein Kiel. Ist übrigens genauso stark von der Teamstärke wie Holstein Kiel. Interessant. Wie sieht's aus in den Jugendbereichen? Hast du keinen Bock hochzukommen? Wir schauen uns die Jugend an. Ab und zu muss man bei der Jugend vorbeischauen. Da will ich verhandeln. Oh, schaut euch das mal an. Was haben wir denn hier? Das hat sich nicht verändert. Okay. Streichen. Geld anlegen. Warum nicht? Das macht. Sie sind völlig fertig. Elfmeter testen wir. Das ist okay so. Noch 12 Tage bis zum Derby gegen Darmstadt. Und Nana hat sich eine Verletzung zugezogen. Adduktorenbeschwerden. Jugendspieler freuen sich sehr. Oh, wow. 85 Millionen. Mal schauen, ob wir das auch irgendwann hinbekommen mit 85 Millionen. Da ist erkrankt und Abteilungsleiter gewinnt Kompetenz. Wie sieht es denn aus? 58. Er ist noch nicht topfit. Aber die Mannschaft ist schon richtig stark. Wir haben hier Aufgaben. Elfmeter, Ecken, Freistöße. Das muss alles der Captain. Captain ist größer. Abwehrchef. Soll das ein Witz sein? Nochmal Co-Trainer. Spiel aus, da wieso soll der denn Ecken schießen? Machen wir das mal so. So, Mohamed Krisma schießt das von beiden Seiten. Freistöße schießt der Ritter. Jesus kann das auch noch. Freistöße rechts, links. Flanken, okay. Kapitän André Hofmann. Wir das wirklich machen mit dem André Hofmann. Dann wollte mal Anton jemanden Teamspieler. Ich habe noch keinen Anführer drin, ne? Ja, das müssen wir so lassen.
Er kann das nicht, Grismir, der versteht auch nichts. Abwehrchef, das ist okay. Und Torhüter im Notfall. Alles klar. Defensiv mit langen Bällen. Wir machen nicht so viel Pressing. Von der Teamstelle her sind wir ungefähr ausgeglichen. Mein Marktwert übersteigt den von Hohenschein Kiel sogar. Wir haben uns gut und taktisch vorbereitet. Nehmen die Zweikämpfe an, sehr defensiv. Pikachu? Die haben einen Pikachu. Oh, in der ersten Minute. Oh, in der dritten Minute. Das läuft ja mal richtig verkehrt hier, was abgeht. Wir kommen überhaupt nicht ins Spiel. So. Dann machen wir weiter. Uiuiuiui. Das gibt eine kleine Klatsche. Endlich mal ein Angriff von uns. So, Argo macht den Freistoß rein zu Splavis und der macht die Flanke auf Röser und der schießt trotzdem vorbei. Carboni. Hoffmann abseits von Wurz. Carboni, da ist er. Der Innenverteidiger. Oh, Videoassistent, oh mein Gott. Was? Das war doch jetzt ein Witz hier. Videoassistent hin oder her. Ich erkenne immer noch nicht alle unsere neuen Spieler auf dem Platz. Das ist wohl wahr. Meine Liebe zum FCK ist wie New York, sie schläft nie. Sehr romantischer Satz. So, Carboni, aufgelevelt, wunderbar. Die Ballbehauptung, okay. Haben wir Ballgewinne. Kurze Pässe. Antritt. Machen wir Ballbehauptung. Individuelle Fähigkeiten. So, wunderbar. Und ich würde sagen, die erste Niederlage ist drin. Wir machen hier mal einen kurzen Cut, sehen uns das nächste Mal mit dem Derby wieder gegen Darmstadt. Würde mich freuen, wenn du dann auch wieder dabei bist. Danke fürs Zusehen. Bis dahin, mach's gut, ciao, eine gute Zeit.